Na dann kommt, Kameraden, ab durch die Tür. Sei vorsichtig, wenn du da reingehst. Ich habe einen unserer Techniker darum gebeten, um einige meiner Wertgegenstände zu verwahren. Ich glaube nicht, dass ich dazu in der Lage bin, die recht aggressiven Gegenmaßnahmen am Safe zu deaktivieren. Na, das werden wir doch mal sehen, ob wir das hinkriegen. Erstmal müssen wir diese Tür knacken. Sonst funktioniert eh nichts. Knack, knack, knack. Wunderbar, gut gemacht, Jochen. Oho. Geht mal rein, bitte. So, da haben wir zunächst mal eine Kiste. Mit einer geilen Sichel, die ist ja hübsch. Und ein Erste-Hilfe-Set. Das brauchen wir immer. Ein verstärkter Privatsafe mit einem Zahlenschloss auf der Tür. Da kommt doch unser Zahlenschloss-Experte. Oslo-Senf-Verwalter benutzt Safe-Knacken und hat eine Falle ausgelöst und alles in die Luft gejagt. Das war unschön. Hui. Na, dann versuch's nochmal. Die Falle ist ja jetzt ausgelöst. Yes, Erfolg. Und wir finden alter Navy-Revolver, der ist ja auch sehr hübsch. Bisschen Munition, Erste-Hilfe-Set und ein Kartendeck. Geil, können wir noch eine Runde Karten spielen. Und wir haben zusätzlich noch eine weitere Kiste. Mit einer Thunfischdose und noch einem Erste-Hilfe-Set. Sonst noch irgendwas da drin? Nein. Cool. Weiter geht's. Nächste Tür. Was haben wir dahinter? Ein Schloss. Haben wir es nicht geahnt. Jochen? Knack auf den Scheiß. Jawohl, gut gemacht. Eine Kiste. Ich mag ja Kisten. Eine Kiste, vielleicht sind Schätze drin. Ach, oder Munition. Nehmen wir auch. Ist hier noch mehr? Kann man hier an die Schränke irgendwo beigehen? Nö, kann man nicht. Weiter. Ach, guck mal, da ist noch ein Safe. Ein Schließmechanismus mit einem hochmodernen elektronischen System. Ja, da muss ja wieder jemand mit einem hochmodernen elektronischen Systemöffner ran. Computerwissenschaftler. Komm, mach auf den Scheiß. Jawohl. Ein Scharfschützengewehr und ein Glasauge. Da freue ich mich jetzt besonders drüber. Glasaugen findet man relativ selten und die sind dabei ultra cool. Oh, wer bist du? Rachel. Uah. Rachel sagt uah. Ryan? Ryan, bist du das? Hilf mir, etwas stimmt nicht. In mir drin... Was machst du da, Rachel? Hör auf. Oh oh, Sporenträger. Schieß. Schieß und triff bitte. Besser. Nicht genügend AP. Du, schieß. Bumm. Ja, das war unangenehm. Sehr. Die arme Rachel. Das tut mir direkt so ein bisschen leid. Ich kannte die nicht, aber die war bestimmt eine ganz nette so. Aber wenn man hier in dem Siff schläft, guck mal, da ist das Bett und da läuft die grüne Brühe von den Pflanzen runter. Ist kein Wunder, dass man sich da was einfängt. Finde ich. Sieht aus wie eine Luftschleuse. Benötigt einen Code oder einen Hacker. Wieso, wir haben doch, du hast doch den Code. Keine Sorge, ich kann die Luftschleuse öffnen. Ja, dann mach's doch. Zischel. Vorsichtig vorrücken. I'm seeing a bunch of researchers and farmers under attack in the greenhouse. You've got to get rid of the animals attacking them and clear a path out. Okay, da sind also noch Arbeiter und Wissenschaftler im
Gewächshaus gefangen und ich muss sie raushauen. Da sind sie. Ich bin in Kathy Lawson verliebt und sie ist auch in Kathy Lawson verliebt. Oh, sei es über alle. Verdammt nochmal. Na, jetzt rast er doch nicht gleich aus. Verdammt, ist Fliegengesocks. Nein, geh weg, Fliegengesocks. Ich glaube, so sehe ich mehr davon. Okay, du musst etwas... Wie jetzt 8% Trefferwahrscheinlichkeit und da 0. Du musst weiter zurück. Das ist es wahrscheinlich. Wo kannst du denn hier irgendwo in Deckung gehen oder so? Da vielleicht? Geh mal da hin. Und jetzt kannst du natürlich nirgendwo mehr hinschießen. Also... Bände zu. Komm schon, baller das Ding weg. Verdammt. Prozent. Wir versuchen es mal. Bumm. Getroffen. Nicht getroffen. So, du brätst jetzt hier mal der Fliege eins über. Ja, los, voll drauf. Haha, eine Fliege weniger. Und du ballerst das Ding weg. Bam. In den Staub. Mehr genug Züge, Punkte. Nein, Spurenträger, geh weg. Komm nicht näher. Wir wollen dich hier nicht. Du, dich auch nicht. Bleib einfach, wo du bist. Einfach wieder nach Hause gehen. Wenn du schon die Kontrolle verlierst und wild auf alles ballerst, dann solltest du bitte auch treffen, Sibylle. Ach nee, das war gar nicht Sibylle, das war Angela Death. So. Nehmen mal den da aus dem Spiel. Ich hoffe, er trifft. Yes. Na toll. Aber keine Munition mehr und nicht genügend AP. Bam. Explosion. Mann, die fliegen aber auch in die Luft. Das Ding dann noch weg. Ach, nun komm. Fliege. Ach, daneben. Das gibt's doch gar nicht. Rose dreht durch. Das ist nicht gut. Hör auf durchzudrehen. Warum dreht die denn durch? Was ist denn los mit der? Ist doch alles 1A soweit. So, jetzt muss man die Fliege da aus dem Weg. Ja, nicht genügend AP. Schieß die Fliege weg. Yes, geschafft. Das war schwer verdient. Alle haben Schäden davon getragen. Aber sind auch ganz viele im Level aufgestiegen. Das finde ich sehr gut. Schritt 1, Sachen einsammeln. Wie jetzt mehr nicht? Doch, da. Schotenfragmente ohne Ende. Ach so, das Ding noch wegballern. Gut. Wollen wir mal den netten Leutchen hier kurz. Ach, die sind schon abgehauen. Die haben das richtig gemacht. Die Beine in die Hand genommen. Leute, ihr müsst nicht alle da drauf schießen. Bei einem reicht's. Ein Schuss genügt, glaube ich, völlig. Aber das interessiert natürlich wieder keinen. Schießen alle auf mal. Ich hoffe, damit habe ich langsam genug Schotenfragmente. Ach, natürlich. Da war... Ich muss besser aufpassen.
Das war nicht so super klug. Der steht doch gleich wieder auf, oder? Ernsthaft verwundert. Verwundet. Nein, ich muss... Muss ich selber heilen, oder was? Kannst du Schmerztabletten einwerfen? Sieht nicht so aus. Verdammt, wie helfe ich hier denn jetzt? Ist kritisch verwundet. Ja, aber, Sibylle! Wie kann ich hier denn jetzt... Pilzinfektion auch noch. Na super. Benutze eine Schmerztablette an Sibylle von der Vogelleiter. Aber es funktioniert nicht. Da passiert nichts. Das ist nicht cool. Ah, Chirurg. Komm hier. Bastel sie wieder zusammen. Los. Ja, geschafft. Puh. Das war aber, da hat ein Moment gedauert, bis ich das rausfand. Aber gut, gut, alle sind wieder in Ordnung. Wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Ob hier noch was Brauchbares in der Hütte rumliegt. Liegen nur Matschteile von toten Insekten und geplatzten Menschen. Ist ja auch schon was. Noch mehr explodierende Schotenfragmente. Die sammeln wir noch eben ein. Ich glaube, das waren dann alle explodierenden Schoten hier drin. Und dann nehmen wir es doch mal eben auf uns und kassieren unsere Beförderungen. This is Ranger Command. Go ahead. Over. Echo One, your team's recent progress merits a number of field promotions. Yes, sehr schön. Congratulations, Echo One. You've done well. Feldbeförderung für alle. Wollen wir noch mal sehen, was wir hier noch so reinstecken können. Keine Attributpunkte. Ich frage mich, wie man die bekommt, aber dafür Fertigkeiten. Sibylle von der Vogelheide, was brauchst du unbedingt? Was brauchst du unbedingt? Wir verbessern mal deine Handfeuerwaffen, damit du besser treffen kannst. Und wir geben dir noch einmal Computerwissenschaften, damit du besser Dinge knacken kannst. Halte ich für sinnvoll. Oslo Sendverwalter, was gibt's bei dir denn so zu tun? Sturmgewehre, brachiale Gewalt, Safe-Knacken. Ah, Safe-Knacken ist schon sehr praktisch. Aber Sturmgewehre wäre auch nicht schlecht, weil die treffen immer nicht so super gut. Dadurch verbessert sich die Trefferchance. Ne, ich nehme erstmal Safe-Knacken. Das ist mir, glaube ich, erstmal wichtiger, dass ich besser an den ganzen Kram rankomme, der überall in den Safe steckt. Safes steckt. Tauschhandel, stumpfe Waffen. Du verbesserst mal den stumpfen Waffen. Auf jeden Fall. Und du nimmst auch ein bisschen auf Schleimer. Gesprächsoptionen und so. Ich weiß, ich kann auch neue Waffen dazu, Dinge dazu tun, aber ich glaube, mein Team deckt im Moment so das meiste Wichtige ab. Ach, du hast auch Schlösserknacken? Ach nee, du hast Safe-Knacken und du hast Schlösserknacken. Waren ja zwei unterschiedliche Dinge, richtig. Du verbesserst auf jeden Fall dein Scharfschützengewehr, damit du besser triffst, mein Freund. Und die beiden haben sich nicht verbessert. Ich pack mal die dahin. Ich weiß nicht genau wieso. Munition. So, du hast das Scharfschützengewehr. Also kriegst du auch die Scharfschützenmunition. Ist, glaube ich, nur richtig. So, dass er auch immer genug Munition für seinen Kram hat. Und dann weiter geht's, Leute, mit einer ganz frischen Pilzinfektion. Pilzsporen eitern unter deiner Haut und verändern dich von innen heraus.
kann mit dem passenden Gerät entfernt werden. Na, das Gerät finde ich hoffentlich bald. Bis dahin, ich höre Geräusche, die mir nicht so sehr gefallen. Diese Tür ist mit Pflanzen überwuchert und du kannst kein Zahlenschloss entdecken. Sieht so aus, als müsste sie zertrümmert, aufgesprengt oder aufgehebelt werden. Ich würde mal sagen, du gehst mal dahin und zertrümmerst das Ding. Ah, geht doch. Habt ihr gut gemacht. Bei genauer Untersuchung an der Tür findet Angela Death ein Schloss. Ich weiß schon, wer daran geht. Schlösserknacken Deluxe. Ultra Jochenkraut. Sehr gut gemacht. Und da ist gleich noch eine Tür, war ja klar. Die macht einmal Zisch und geht auf. Come in, Ranger Citadel. Come in, Scorpion HQ. This is Bergen again. Calling from Highpool. We are still under attack. These damn wreckers are blowing us to pieces. Send help, anyone. Highpool, this is Ranger Citadel. Our closest team is already answering a call at Ag Center, but they will try to reach you as soon as they can. You read me? Over. Yeah, Vargas. We've heard it all before. Highpool always comes last, doesn't it? Scorpions don't treat us like second-class citizens. The Scorpions don't move! Shit! Hit the deck! Oh, verdammt. Da wird Highpool gerade der Arsch aufgerissen und ich habe mich entschieden, hierher zu kommen. Aber was hätte ich denn machen sollen? Ich konnte ja nur an eine der beiden Stationen gehen. Eine Laserdisc-Maschine, war das eine Art Waffe? Ist jetzt ein bisschen hart zu hören, dass quasi die andere Lokation in Stücke geschossen wird. Aber ich kann ja wirklich nur an einem Ort zur gleichen Zeit sein. Da komme ich ja jetzt nicht wieder hin. Nun, zumindest kann man hier runter in die Kanalisation und man kann hier auch die Tür öffnen. Was haben wir hier? Bevor ich in die Kanalisation reise, will ich mich hier nochmal kurz umschauen. Leicht gruselig, dieser Gang. Pflanzen pressen sich gegen die Fenster dieses Korridors wie ein neugieriger Haufen im Zoo. Risse haben sich auf vielen der Fenster durch den Druck gebildet. Ich habe jetzt auch raus, dass man nicht alle gleichzeitig schießen lassen kann, sondern nur einen. Man kann hier wechseln zwischen Gruppe und Einzeln. Deshalb schießt jetzt nur einer. Fein gemacht. Was sagt die Karte dazu? Ach guck mal, so laufe ich hier einmal rum um das Ganze. Aha. Da komme ich hier wieder in den Kontrollraum, wo ich am Anfang mit den Leutchen geschnackt habe. Ah, das ist ja gut zu wissen. Gut. Dann können wir doch in die Kanalisation schlüpfen. Lauft. Wir kanalisieren unsere Kräfte. Ah, rein da. Der Zentralkeller betreten, ja. Ich wüsste nicht, was dabei schieflaufen könnte. Außer vielleicht, dass alle sterben. Aber wie wahrscheinlich ist das schon, wenn man ganz ehrlich ist? You made it to the computer room. Great. Okay, now listen. The computer is basically fried. Unless you're secret genius hackers, its functions are going to be pretty limited for now. It'll only be able to open one airlock at a time. Okay, also ich kann nur... Hier sind drei Luftschleusen, aber der Computer kann nur eine zur Zeit öffnen. Verstehe ich das soweit richtig? Ihr seht einen Computer mit rollenden Codezeilen, unterbrochen durch Rauschen. Er piept alarmierend. Gibt es Hacker in eurer Truppe, die ihre Fähigkeiten nutzen wollen? Du hast doch Computerwissenschaften. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Ja, hau in die Tasten. Erfolg! Durch gekonnte Code-Manipulation schafft ihr es, die defekten Sicherheitsvorkehrungen aufzuheben und die Öffnung einer einzelnen Tür zu ermöglichen. Alle Luftschleusen geöffnet. Status Report. Östlicher Lüftungsschacht 1 von 5 Lüfter aktiv. Aktiviert alle Lüfter, um das Giftgas zu entfernen. Westlicher Lüftungsschacht 0 von 1 Lüfter aktiv. Aktiviert alle Lüfter, um das Giftgas zu entfernen. Ausgelockt. Ha! Mensch, das ist ja schön. Jetzt habe ich den super gehackt und jetzt sind alle drei Türen offen. Geil. Kann ich mir entscheiden, wo ich hin will.